wir schon los? Na, jetzt. Genau, zu einem neuen Video Dunk Performance und heute wird's heiß. Explosiv, San Francisco Gay, 0190, 98 und 4 mal die 0, offen und frei für alle Schwulen, 0190, 98 und 4 mal die 0. Heute geht's, keine Ahnung, einfach mal ein bisschen verzählen, gucken, was passiert ist. Eigentlich nicht so viel, wir haben ein paar Autos umgestellt, Rennwagen steht jetzt da, Touring steht da. So aus. Ja, Touring 325 ist jetzt mal auf der Hebebühne, den hatte ich jetzt mal einen Zentimeter höher geschraubt, weil er halt dezent überall aufsitzt. Da reißt mir auch hier, wenn ich aus der Halle rausfahre, reißt mir die Stoßstange ab. Das ist leider zweimal passiert und es hat mir beide Male eine Shadowline-Stoßstange gekostet und ich hoffe, dass die letzte, die ich bekommen habe, dass ich die wieder reparieren kann, weil Shadowline-Stoßstangen sind teuer. Was ist noch passiert? Nichts. Keine Ahnung. Was wollte ich denn eigentlich erzählen? Was wir alles noch zeigen, machen, tun sollen. Also es sind noch ein paar Sachen geliefert worden. Die habe ich aber gestern schon ausprobiert, weil wir wollten eigentlich gestern ein Video machen. Akku war leer. Und zwar, ich hole es kurz, weil ich wieder im Detailer-Business. Und zwar habe ich von Pure Polish so ein Multi Reinigungsmittel, quasi bekommst du eine eierlegende Wollmilchsau. Das ist quasi ein Reiniger, eine Politur, eine Versiegelung und es soll den Lack schützen und pflegen. Wirklich per Zufall, ich war beim Kollegen auf einer Gender Revival Party und da war der Christian, so heißt derjenige, der dieses Zeug ja, verkauft, herstellt und vertreibt. Auch dort und per Zufall bin ich mit dem ins Gespräch gekommen und hat gemeint, ey, er lasst das herstellen, also ist nichts gebrandet. Oder es gibt auch ganz viele Firmen, die irgendein Mittel, was auf dem Markt schon ist, nehmen, packen ihren eigenen Namen drauf und verkaufen das dann oder vertreiben das. Das war das Erste, was ich gefragt habe, sag mal, ist das rebranded? Nee. Der hat wirklich viel Geld in die Hand genommen und hat, ich glaube, 50.000 von diesen Flaschen anfertigen lassen und das verkauft er jetzt. Ne? Ist ja okay. Ich kann mir das mal angucken, ich bin jetzt so der krasse Detailer, ich mache zwar immer so, als wäre ich der Geilste in dem Bereich, aber ich habe absolut keine Ahnung und habe ich gefragt, weil ich weiß, dass man mit solchem Zeug nicht auf Mattlacken rummachen darf oder auch auf Folie, dass das halt alles ein bisschen spezieller ist. Und habe ich gefragt, so, ey, funktioniert das? Macht der? Er weiß es nicht, er hat es nicht ausprobiert, ich kann es ja mal probieren. Ja, jetzt haben wir aber schon das Auto gestern sauber gemacht, weil es hat mich echt in den Fingern gejuckt, dieses Teil sauber zu machen, weil der Rennwagen ja dermaßen verdreckt war und verstaubt war. Dann habe ich gesagt, okay, probiere das aus. Das Auto ist jetzt auch nicht, sag mal, so der schönste oder so der beste, sag ich mal. Wenn der jetzt das Ding anfängt speckig zu werden vom Lack, wenn der die Folie davon halt kaputt geht, dann ist es halt so, dann höre ich auf. Aber ich finde es echt geil. Vor allem, was ich bereue, was wir gestern nicht aufgenommen haben, beziehungsweise ich sage, ich war da mittendrin. Das Schieben habe ich halt mit dreckigen Händen Handabdrücke hinterlassen, also so Ölabdrücke quasi. Und die gingen mit, ich habe ja ein paar Mittel da, also ich habe ja hier mein Regal mit dem ganzen Krempel. Das habe ich schon mal probiert gehabt und habe da mit Mikrofasertücher und Mittel drauf rumgemacht und das ging nicht weg. Also es war wie, als wäre es sich, hätte sich in die Folie geschafft. Und was wir hatten? Sigaflex. Genau. Gehen wir mal hinter und zeigen das noch. Ich sage es halt mega dumm, dass ich das gestern dann halt einfach gemacht habe. Und zwar habe ich hier meine türkisene Folie mit Sigaflex verschmiert. Das ging auch nicht mehr ab. Und es ist wirklich, hier siehst du noch so eine kleine Stelle vielleicht. Aber ich glaube, das ist jetzt, denke ich, einfach nur so Dreck. Da können wir es jetzt mal ausprobieren, ne, fürs Video. Also ich bin hingegangen und habe das einfach nur ganz normal hier auf den, das ist so ein spezieller Handschuh aufgetragen. Ja, das sieht man auf der Kamera gar nicht. Achso, den Dreck sieht man gar nicht. Ja, okay, das ist halt blöd, aber genau hier, wo mein extrem schwarzer Fingernagel ist, ist irgendein Fleck und den kriege ich auch mit Fingernagelreiben nicht ab. Wie haben wir das? Oh, mal gucken, warum Deckel ist natürlich schon bombenfest. Wie haben wir das mit dem Mittel? Ja, sagst du, es geht nicht weg. Also das Zeug, ihr wisst, ich habe nichts davon, irgendwas zu bewerben oder irgendwas zu erzählen, wenn man Schwachsinn ist, weil letztendlich kommst du dann eh raus und dann
hasst ihr mich alle, so wie Finn Kliman etc. Und dann ich probiere es aus und sage, Digga, wenn es halt nichts taugt, dann sage ich das, ne? Ich habe da kein Problem damit, auch schlechte Werbung zu machen für Firmen, ne? Und ich bin ehrlich, das Zeug ist echt gut und hat auch noch einen Wasserpfeifenreiniger und der ist echt absolut krass. Also, wenn ihr da Interesse habt, mache ich da gerne mal ein Video dazu, weil ich habe gleich zu ihm gesagt, wo er das erzählt hat, hat auch einen Wasserpfeifenreiniger. Ist okay, schickt mir den mal durch. Ich persönlich rauche extrem viel von diesen Hauptschultrompeten. Und da habe ich gesagt, schickt mir das durch. Aber ein Video dazu brauche ich nicht machen, weil ich mache Auto-Content. Das passt nicht dazu. Aber letztendlich, das Auto habe ich jetzt seit bestimmt 2 Jahren oder 3 Jahren nicht mehr sauber gemacht. Das Ding hat gestern kurz im Regen gestanden. Ich habe den einmal mit einem Trockentuch abgezogen, habe dann hier mit so einem Handschuh, den er aufvertreibt, was ich so jetzt auch noch nicht gesehen habe, vielleicht gibt es auch, da ist so ein Inlay drin, dass man quasi, wenn man das Ding nass macht, trockene Hände hat, das funktioniert. Also das, ich finde das Zeug nicht schlecht und ich werde auch mal anhauen, wenn man fragen, ey, wie sieht's denn aus, kannst du mir da, weil das ist so eine kleine Probeflasche und wir haben gestern ein bisschen rumgemacht, wir haben auch noch den Hyundai mit sauber gemacht, da ist jetzt nicht mehr so viel drin. Da gibt es auch größere Flaschen, das ist ja keine Ahnung mehr, wenn man einen Rabattcode oder irgendwas macht, dann habt ihr was davon, ich was davon. Das war eine Sache, jetzt lasse ich mal rausgehen, wir machen einen kurzen Cut und dann gucke ich, was noch so gekommen ist, was wir noch erzählen müssten oder sollten. So, dann habe ich auch noch von der Firma Racing Diffs mir so einen Einsatz bestellt für dieses wunderhübsche Kfz zur Sperren auf der Hinterachse. Ich habe da schon ganz viel Schlechtes drüber gehört. Aber auch ganz viel Positives darüber gehört. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, nimmst du, das war so ein Angebot gewesen, hat glaube ich 200 Euro gekostet. Und sag ich, weißt du was, du gibst als so für so viel unnötigen Krempel Kohle aus, kannst du jetzt auch mal 200 Euro für dieses Racing Diffs Sperreinsatz Klumps ausgeben. Ne? Ja, ich denke, da machen wir definitiv ein eigenes Video dazu, wie man das verbaut. Ein Kollege von mir hatte das in einem 318 IS Swap in einem Touring und der ist damit eine Saison oder einen Winter mitgefahren, also es war so ein Winterauto. Und der hat gesagt, das hat einwandfrei funktioniert. Ich habe aber auch schon von anderen YouTuber Videos gesehen, die haben das auch eingebaut, sind damit gefahren. Es hat die ersten 10.000 Kilometer oder 5.000 Kilometer funktioniert und irgendwann wurde es immer weniger und ging dann gar nicht mehr. Wenn so ist, dann ist es so. Vielleicht funktioniert es ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, dieses Auto wird, keine Ahnung, wie viel wird das gefahren, wenn das mal angebaut ist? 1000 Kilometer. So ungefähr. Ja. Wenn es halt ein Jahr hält, dann ist es cool. Dann habe ich für 200 Euro, kann ich dann vielleicht 500 Meter schwarze Striche, doppelte schwarze Striche auf dem Boden malen. Wenn es halt nicht funktioniert, dann ist es halt so. Also könnt ihr ja gerne mal was sagen, ob ihr das schon mal verbaut habt. Es bringt mir nichts, wenn ich ehrlich, wenn ihr irgendwas im Internet gelesen habt, weil das, ich lese auch ganz viel im Internet. Und letztendlich, ich habe einfach gesagt, ich nehme die Kohle in die Hand und bestelle das. So, was haben wir noch? Einiges noch von TB Motorsport, vom Tobias, was wir noch machen müssen. Benzinleitungen sind da noch fällig und Bremsenkühlung ist auch noch fällig. Bremsenkühlung wird beim Lukas in seinen 316i wandern. Da freue ich mich schon drauf. Der hat jetzt noch Bremsscheiben bestellt. Dann, wenn das alles da ist, geht es da weiter. Und die Makko-Sachen werden, denke ich, noch. Das klingt, das kommt fast vielleicht sogar ziemlich demnächst. Weil da kommt das KW-Fahrwerk mit dem Makko 5x120 und BWS-RS kommt da drauf. Auf dem V-Facelift Cabrio. Wird cool. So, was haben wir noch? Das war's. Also, wir können vorne noch zeigen, also was so ein bisschen aufräumtechnisch noch passiert ist. Eigentlich jetzt nicht so viel. Mein Bruder hat sich als Schreiner gemacht. Ne? Das ist, eigentlich hätte das ein Abstellregal werden sollen, aber ich habe dann mehr gedacht, das ist mir zu lummelig. Da ist auch hier so ein Keil mit eingezogen. Egal. Ein bisschen Licht drin, ein paar Steckdosen. Ne? Licht kann man einen ausschalten, vorbildlich. Und da liegt jetzt mein Makita-Stuff drauf. Und was ist Neues gekommen? Ich habe zu meinem Geburtstag echt ein richtig gutes Geschenk bekommen und zwar einen Makita Akkuschrauber Brushless. Habe ich auch gesagt, ich habe genau gesagt, welchen ich will, oder? Dass bloß kein Scheißdreck gekauft wird, weil ich bin mit dieser Firma Makita sowas von begeistert. Auf Arbeit habe ich das auch
Und auf der Arbeit haben wir auch einen normalen Akkuschrauber von Makita ohne Brushless-Motor. Den haben die Mitarbeiter bestimmt 2 Jahre benutzt. Und dann habe ich das Gerät einmal benutzt, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, und dann ist er direkt abgebrannt. Ne? Also ich quäl so Maschinen und dann habe ich in der Firma diesen Brushless bestellt. Und der hat mich so begeistert, dass er, ey, den brauche ich privat, den hätte ich gern zum Geburtstag. Habe ich bekommen, freue ich mich mega darüber. Vielen Dank schon mal an alle, die da sich dran beteiligt haben. Also eigentlich nur mein Bruder wahrscheinlich. Ja. Was ist noch gekommen? Ja, hier ist eine Gummimatte. Unspektakulär. Und es ist halt einfach mal ein bisschen aufgeräumt. Ne? Also das hat echt viel getan. Und das war's eigentlich. Kurzes Video, einfach mal ein Update. In diesem Sinne, ciao, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Mit T-Shirt dann.